Süß, oder? Das ist so eine riesige Kugel an der Bahn. Die? Also, unsere Ausbeute vom Weihnachtskugelshoppen. Unsere Spitze. Oh, süße Tannenzapfen in grün. Schön, gell? Und ein cooles Set mit Zuckerstangen. Sehr cool. Alles nur für 20 Euro. Hi, wir backen den Kuchen heute. Ah ja, du hast gesagt, ich soll nochmal sein. Wir backen den Kuchen heute, Apfeltorte mit Zimtzucker, der wahrscheinlich nicht schmeckt. Doch, der wird gut schmecken, doch, der ist richtig fein. Er macht den Boden und ich schneide die Äpfel. Ich bin sehr talentiert im Äpfelschneiden, deswegen wird es bestimmt sehr lustig. Also, was geht jetzt ab? Ich hol jetzt die Cremepulver und mach die mit 5 Dinger zusammen. Ich mach die Cremepulver jetzt mit 5 Esslöffel Wasser zusammen verrühren. Hm. In einen Topf, der vielleicht eventuell nur sauber ist. Wir haben einen Haufen Töpfe sauber. Wo dann? Im Topfschrank. Kostet Ehre. Oh, ich hasse diesen Schrank. Mit dem Rückgeöffnet. Ich habe schon gedacht, du holst den Kuchen ohne mich raus. Nee. Ja, fertig. Cool. Was ist Zimt noch drüber und dann weiß ich. Wenn er mir schmeckt, dann esse ich. Durstig aber ich mal. Oh. Stunden später, gell? Tada. Das freut mich für ein Stück. Halbwegs sieht so aus. Trotzdem schön, gell? Mhm. Fein. Es. Ich bin sehr lecker. Geil? Der schmeckt geil, ja. Ja. Ich bin gesagt, der schmeckt gut. Mir schlaft hier nie jemand. Ich bin gespannt, was der Papa sagt. Ja, Sibi! Was ist los? Ich mich hier zu
Bude arbeite, bin ich wenigstens versichert. Esst ihr mit mir ein Stück Kuchen? Das ist der Apfelkuchen, den, beziehungsweise es ist deklariert als Apfeltorte, den mein Mann gestern zusammen mit mir gebacken hat. Ich habe die Äpfel geschnitten, das ging ganz gut und den Rest hat er gemacht. Wir haben gestern Abend schon davon geschwärmt. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Lust, Charles Dickens zu lesen. Ich glaube, diese Lust kennen viele von euch. Charles Dickens ist immer irgendwie gemütlich. Und die absolut perfekte Lektüre vor einem knisternden Kamin. Es gibt nichts Besseres als Charles Dickens zur Weihnachtszeit. Und deswegen habe ich mir jetzt auch wieder Oliver Twist vorgenommen. Ich höre auch gerade parallel die Weihnachtsgeschichte als Hörbuch. Ich wollte es eigentlich lesen, habe mir aber dann überlegt, dass ich lieber Oliver Twist lese und dann die Weihnachtsgeschichte als Hörbuch konsumiere. Mich würde interessieren, was ihr so über die Weihnachtstage lest. Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Unter anderen öffentlichen Gebäuden in einer gewissen Stadt, die ich nicht nennen, der ich aber auch andererseits keinen erdichteten Namen beilegen möchte, befand sich eines, wie es wohl die meisten Städte, ob groß oder klein, besitzen, nämlich ein Arbeitshaus, und in diesem wurde eines Tages der kleine Weltbürger geboren, dessen Name dieses Buch trägt. Lange Zeit, nachdem der Arzt des Kirchspiels ihm zum Eintritt in diese Welt der Mühen und Sorgen geholfen, schien es recht zweifelhaft, ob er lange genug würde am Leben bleiben, um überhaupt einen Namen nötig zu haben. Es ist so, so schön. Das ist einfach etwas fürs Herz. Das ist etwas, das von innen heraus wärmt und deswegen perfekt für die nächsten Tage. Ich bin gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Ihr wisst, ich lese immer noch an Joyland von Stephen King und auch das liebe ich so sehr, aber mir fehlt im Moment, wie sollte es anders sein, zum Lesen oftmals die Zeit. Deswegen esse ich jetzt Kuchen, lese ein paar Seiten in Oliver Twist, um mich wieder so richtig ans Lesen zu gewöhnen. Es ist so, so schön, sich wieder mehr mit Worten zu beschäftigen. Also wir haben jetzt 9 Uhr abends und mein Mann ist auf die Idee gekommen, Chips selber zu machen. Wir machen es zum allerersten Mal. Er hat es, glaube ich, irgendwann in der Kindheit mal gemacht, aber ich bin gespannt, wie es wird und wir lassen es euch auf jeden Fall wissen. Hier hatte ich schon die Kartoffeln vorgeschält und da kommt jetzt noch Öl und Gewürz drauf. Ein Löffel Olivenöl, gell? Oder 2? 3. 3? Das soll Pfeffer sein, Prise. Reicht das? Prise. Prise? Ja, die Prise ist nicht benannt worden bis jetzt. Bis jetzt hat mir noch keine. Doch, Schweine. Ich benenne die Prise, das reicht nicht. Also die Prisen bei dem sind aber anders aus. Guck mal, was der für Prisen drin macht. Für Chips sind es ja nicht. Nee. Aber ich esse hier eh nur 2, 3. Oha! Das sieht nicht richtig aus. Das sieht zu lang aus, ne? Aber 2, 3 haben wir für uns. Ja, toll. Wir alle angekurbelt. Schmeckt's. Ich hätte ein bisschen, glaube ich, vorher trocken machen. Also Gewürz schmecken sie gar nicht, also sollten wir auf jeden Fall mehr machen. Ich habe gesagt, die werden wahrscheinlich nur nichts schmecken. Ah, die sind heiß. Aber die schmecken irgendwie doch nicht verkehrt, würde ich sagen. Hm? Die schmecken jetzt doch nicht verkehrt. Verkehrt, ne. Es schmeckt halt nicht nur Gewürz, sondern nur nur Kartoffel. Es schmeckt schon nur Chips, aber halt ohne Gewürzchips. So pure Chips. Aber schlecht nicht.
Müssen wir nochmal probieren. Richtig. Wünschen wir einen. Ja. Für Portugal. Da brauche ich ja nicht nur die Kamera zu gucken. Das wehrt sich das schon. Ich brauche was zu trinken. Machen wir zusammen mein Türchen auf. Ich zeige euch meinen Adventskalender. Achtung! Ihr könntet das Gefühl bekommen, dass ihr hier mit einer Elfjährigen sitzt oder so, aber ich liebe ihn so sehr. Ich bin ein unfassbarer Pokémon-Fan, das seitdem ich schon 5 Jahre alt war, also schon wirklich sehr, sehr lange. Für alle, die es nicht einschätzen können, ich bin jetzt so gut wie 32. Aber Pokémon geht immer. Ihr dürft jetzt live dabei sein, wie ich ein Fensterchen öffne, ein Türchen öffne. Ich befürchte, dass es kein Pokémon sein wird, sondern wieder ein Stück Baum. Wir haben nämlich hier eine Art Tannenbaumgarten oder was oder Krippe, die wir jetzt zusammenbauen, wo dann nachher die Pokémon draufstehen können. Lasst uns nachsehen. Wir haben heute aktuell den 10. Dezember und die 10. Tür ist sehr, sehr groß. Es ist ein Baum. Ich wusste es genau. Da. Nur Bäume. Naja. Ich zeige euch aber einfach mal die Pokémon, die bis jetzt schon zu mir gekommen sind. Einmal ein Glumanda, eins, was ich nicht bei Namen kenne, ein Snubbull, ein Mirabla, dieser kleine süße Hund und ein Bisasam. Ich freue mich jedenfalls so sehr über diesen Kalender. Mein Mann hat ihn mir gekauft. Ich bin so froh. Ziemlich grausiges Licht hier drin. Wir machen jetzt Pizza. Richtig schwer raus. Und das kommt jetzt hier in meine Sammlung. Multilam! Brauchst du Hilfe? Ja. Sitze ich hier und wollte euch ganz kurz updaten. Und zwar habe ich gestern Pinocchio geschaut, den neuen Netflix
Pinocchio von Guillermo del Toro. Er war wunderschön, er war so, so schön fürs Herz und ja, bis auf die ewig langen Gesänge, darauf stehe ich bei Disney auch nicht so, war der Film wirklich super, super spannend, er war toll gemacht. Ich liebe Pinocchio selbst, die Figur, die erschaffen wurde. Das war ja die allererste komplette Figur aus dem 3D-Drucker. Ne? Also da gibt es auch noch im Anschluss so was zu sehen. Es dauert eine halbe Stunde, da kann man gucken, wie dieser Film gemacht wurde. Finde ich unfassbar interessant. Kann ich euch nur empfehlen, euch das nachträglich nach Pinocchio auch noch anzugucken. Der Film ist mit so viel Liebe gemacht und das spürt man wirklich an jeder Ecke. Und zufälligerweise hat meine Mama den am selben Tag geguckt, unabhängig von mir. Und das war auch ein sehr, sehr lustiger Zufall. Sie fand den auch ganz toll, hatten ihn schon zweimal gesehen. Kennt ihr diese Angst davor, dass Netflix irgendwann pleite gehen könnte? Also nicht nur deswegen, weil wir dann irgendwann keine Filme mehr von denen bekommen könnten oder Serien, sondern dass sie vielleicht nicht auf die Idee kommen, diese ganzen Filme, die sie gedreht haben, Serien, die sie gedreht haben, auf Blu-ray zu verkaufen, weil ich hätte die gern alle. Und ich finde es so gemein, dass man die nicht einfach kaufen kann. Auf jeden Fall hatte ich einen sehr, sehr schönen Abend und heute werde ich Geschenke einpacken. Zumindest mal die für meine liebe Freundin Sandra. Die anderen Geschenke für meine Familie, die werde ich erst kurz vorher einpacken, denke ich. Denn heute muss ich sowieso unbedingt noch zur Post. Und ja, mein Unhaul muss nämlich auch zu Momox verschickt werden. Ihr habt das Video eventuell schon gesehen. Wir wollen ja alle, dass Sandra ihr Paket noch vor Heiligabend bekommt. Ich bin jetzt gerade dabei, zum allerersten Mal in meinem Leben Karotten zu blanchieren oder überhaupt irgendein Gemüse zu blanchieren. Ich bin normalerweise ein Fan davon, Sachen direkt einfrieren zu können. Aber ich werde das mal ausprobieren. Zum ersten Mal jetzt die Schale an den Möhren, weil wir ja alle wissen, dass in der Schale die meisten oder unter der Schale direkt die meisten Vitamine sind. Und gerade jetzt im Winter braucht man Vitamine sehr. Deswegen wird dieses Mal die Schale dran gelassen. Ich habe schon ewig keine Möhren mehr gegessen. Ich liebe Möhren eigentlich. Das ist so, so lecker. Ich esse die aber nur warm, also nur gekochte Möhren. Ich muss den Ring ausziehen. Seht ihr das? Immer wenn ich schneide, drückt mir das Kreuz hier vorne rein. Das ist echt nicht so angenehm. Auf jeden Fall esse ich Möhren nur warm. Ich mag dieses Gefluse nicht im Mund. Das finde ich auch bei Nüssen immer ganz schlimm. Deswegen esse ich nicht jede Nuss, also gerade Haselnüsse oder sowas. Das mag ich überhaupt nicht. Und Erdnüsse, die gehen doch so. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch schon sehr auf Weihnachten freut.
Ich freue mich zum Teil auf Weihnachten. Ich freue mich halt eben bei meiner Familie zu sein. Ich freue mich auch, dass mein Mann und ich dieses Weihnachten zum allerersten Mal, seitdem wir jetzt zusammen sind, wirklich komplett gemeinsam verbringen werden. Das freut mich ungemein und macht mich richtig, richtig glücklich. Wenn ich daran denke, muss ich schon fast wieder heulen. Ich gucke immer so gerne Vlogmas von anderen, weil es mich immer so sehr interessiert, was andere so in den Wochen vor Weihnachten machen, wie sie ihre Bäume dekorieren oder ob die Leute schon Urlaub haben und es sich zu Hause gemütlich machen, welche Serien oder Filme sie gerade gucken. Ich finde das alles so, so interessant und schön und ja, Weihnachtsmusik zwischendurch hören, gerade wenn man den Baum schmückt, das sind immer Dinge, die mag ich total an Weihnachten, aber im Grunde, also es ist jetzt wie jeder andere Feiertag für mich nicht so wichtig, wenn es halt eben nichts mit der Familie zu tun hätte, ne? Vor allem ist mein Mann gerade aktuell die ganze Zeit zu Hause und er muss erst wieder im Januar zur Arbeit. Was sehr, sehr schön ist, da wir sehr viel Zeit zusammen verbringen können, was man ja so normalerweise nicht machen kann. Und es ist halt wirklich ein purer Luxus gerade, aber es ist was ganz, ganz Schönes, was wir auch sehr genießen. Und wir sind jetzt schon traurig, wenn es wieder vorbei ist, aber ja, umso schöner versuchen wir uns die Tage zu machen, die wir haben. So, hier habe ich Eiswürfel, die kommen jetzt schnell ins Wasser. Und wir stellen einen Timer auf 3 Minuten, denn die sind jetzt schon länger drin. Übrigens mein allerliebster Eistee, mein allerliebstes Getränk allgemein. In den letzten Monaten, eigentlich seitdem ich es kenne, glaube ich, ist Green Tea Honey von Arizona. Wir haben 5 Packungen im Moment da stehen. Vorrat. Wie die Möhren sich so süß drehen. Guck mal. Die fahren Karussell. Ich finde es so geil. Ich liebe sowas. Ich könnte mich dann stundenlang darüber kaputt lachen. Ich finde es so cool. Yay. Guck mal, habe ich ihn nicht süß eingepackt? Da ist noch Deckel drauf. Gucken, ob das noch passt. Ja,